herzlich willkommen hier zum Match Experience. Einen wunderschönen guten Tag. Gegen Friesenjung. Und ich habe News für den Experience. Das habe ich gar nicht gesagt. Es steht 7-5 und nicht mehr 7-4. Ich habe mir gerade das Rapsziel geholt. Yeah, ich hole auf. Trotzdem, Jens hat echt einen Riesenvorsprung. Der braucht nicht mehr viel. Der braucht nur noch, geschätzt 20, 30, 40.000 Liter Sonnenblumen. Dann hat er gewonnen. Dann hat er acht Ziele erreicht. Und deshalb, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss mich beeilen, muss zusehen. Solange es regnet, kann er nicht weiter ernten. Das spielt mir ein bisschen in die Karten. Aber ich kann auch nicht weiter ernten. Und das ist natürlich doof. Ein Teufelskreis, möchte ich bald sagen. Ein Teufelskreis. Red doch nicht so viel und mach einfach mal weiter. Ich mach weiter. Wir verlieren viel zu viel Zeit hier. Bis denn. So, liebe Leute, da sind wir. Ich habe eigentlich keine Chance, aber ich nutze sie. Quatsch, das war jetzt doof. Der fährt schön zum Shop, das ist super. Den brauche ich jetzt, der muss nämlich weitersehen. Weil ich beim anderen Fan im Moment nicht säen kann, weil der keinen Sprit mehr hat. Was voll doof ist. Das ist wie es ist. Jetzt einfach hier weitermachen. Da vorne steht der andere. Mehr weitermachen kann. Wir sind auf Feld 11. Saat 15 Meter. Der muss. Erstmal eben, ich muss ihn eben einmal hier selber auf den Weg bringen. Dann, wenn er dann auf dem Weg ist, dann kann ich wieder Crossplay übernehmen lassen. Bis dahin. Dann ist irgendwie. Jawohl. Hüfter. Sehr schön. Oh, es hat aufgehört. Nicht bei Regen oder Hagel. Regnet oder Hagel doch gar nicht mehr. Alle warten hier auf besseres Wetter, es ist unglaublich. Kann ich da schon mal hinfahren? Bin hier oben auch irgendwie? Na, ja, wahrscheinlich nicht.
ÖVD hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ich treibe mich noch mal im Shop rum. Ja. So, und dann haben wir den auch nochmal. Njaskin. Nehme es, ich nehme jetzt keine Kohle mehr ein. Da irgendwie vom Feld runter oder wie war das? Na super, hätte ich mir auch sparen können. Oh. Das hätte ich mir auch sparen können. Sollten aber meine Drescher alle am Dreschen sein. Oha, fick dich. Jetzt ist es wieder nicht reif.
ganze Zeit zur Mitte fahren. Der da vorbeigekommen. Wieso ist das Feld noch nicht komplett erntereif? Aber lassen. Sofort aufhören. Eine Zeitverschwendung. Was? Habe ich noch kein größeres? Ich müsste noch mal generieren. Ja, mache er. Wie viel Sojabohnen und wie viel Mais muss ich denn haben? Wenn das wahrscheinlich vollkommen egal ist. Na, 150.000, okay.
Ich kann nur hoffen, dass in den nächsten 14 Minuten der Jens das nicht voll macht. Das letzte Ziel mit seinen Sonnenblumen. Fünf, da sind sie. Fünf. Das ruckelt aber. Nicht schön. Ach, jetzt habe ich... Wobei, ne, das ist jetzt egal. Zum Glück. Okay, so, der fährt. Ich wieder. Ich weiß nicht, was das war. Bin noch mal im Shop. Jo. Den hier, nee. Das macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn mehr, aber ich mach's trotzdem.
Einmal. Wenden. Nicht so mega ertragreich. Offene Posten. Und gerade Saatgut und Dünger gekauft? Gerade Saatgut gekauft? Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Achso, okay. Ja, ich habe nämlich auch Saatgut und Dünger einmal gekauft. Das wollte ich in einem Abwasch machen. Ja, alles gut. Greifen wir hier zum letzten Mittel. Müssen wir mal generieren? Jo.
Wer sind sie denn hier alle? Okay, so. Natürlich keine Einnahmequelle mehr dadurch, aber es ist so. Fahrzeuge verkaufen. Mega ertragreich, scheinbar. Eigentlich. Will ich jetzt auch nicht wegtun? Ich kann ihn aber auch nicht mehr per Crossplay dahin fahren lassen. Zu. Naja. Er hat. Ich hab verloren. Palim, palim. Nee, war ein Scherz. Hast du eine Verwirrungstaktik gestartet jetzt? Ja, ich hab mir gedacht, jetzt du bist ja kurz davor zuzumachen. Du hast ja die letzte Ladung Sonnenblumen drin und gibst sie jetzt im Matchbereich. Ja, ich denke mal, wir machen heute über Minuten. Nö, nö. Dann wird es eine ganz lange Abmoderation hier. Ach scheiße, ich bin ja noch nicht mal dran. Jo, und tschüss, nein. Ja, ist auch egal, wie viel ich jetzt. Ich will jetzt noch nicht vorgreifen, aber schön war es auf jeden Fall. Ja, find's? Ja, nein, ich auch. Man hat vieles mitgenommen, denke ich. Wenn man dieses hier dann im 19er vielleicht nochmal anpackt oder so. Ja, klar, auf jeden Fall. Jetzt hat es aber wirklich Palim Palim gemacht. Ja, warte, ich bin doch schon da. So, alles gut. Da wollte ich ja gar nicht hin. Ja, liebe Leute, da seht ihr. Soll ich wenig sagen, aber ich denke, das war's. Ja, sicher. Ich sehe hier nur 7 Kühe. Ach, du bist schon bei mir? Ja, ich stehe da. Ich will das ja sehen. Oh Mann, das da. Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge weiter. Ihr könnt einfach die Zeit hochstellen, dann springt er hier oben. Nee. Ah, da ist sie.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Experience. Ja, allen Zuschauern vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Experience ja, hat mich. Genau, er hat mich fertig gemacht. 8-5. Ein vernichtendes Ergebnis. Ich habe jetzt nochmal versucht, alles rauszuholen. Ich sag mal, ich hätte noch bestimmt gut aufholen können in den nächsten Folgen, aber Jens war schneller. Ja, ja, wie gesagt, ich kann ihm nur gratulieren. Sehr interessant, muss ich ehrlich zugeben. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ja, freue mich natürlich auch auf das Rematch, wenn es denn soweit ist. Genau, mal gucken, wann denn und ob im LS19 so eine Matchmap rauskommt und mal gucken, vielleicht gibt es ja sonst noch das ein oder andere Projekt mit dem Experience und mir, mal sehen. Ich denke mal, kommen jetzt erstmal alle geruhsam ins neue Jahr und lassen die Feiertage verstreichen und genau. Nächstes Jahr, dann gibt es auch neue Karten, neues Glück und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch nochmal. Und ich will jetzt zum Abschluss wieder einmal eben schnell bei mir auf die Karte gehen, eben gucken. So, jo. Gucken, wie viel Kühe ich denn hier habe. Ich komme mal eben rübergehüpft. Ja, sehr gerne. Ich habe ganz andere Kühe als du. Ja, du hast die, die bei mir im Regal fehlen, ne? Ja, komisch, ne? Aber finde ich schon ganz gut gemacht, also dass hier jede Kuh seinen festen Platz hat auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Lieber, dann herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einladung zu diesem grandiosen Match hier und ja, wie gesagt, sehr gerne. Ne, Revanche-Angebot ist da. Ja, da werde ich sicherlich drauf eingehen, nächstes Jahr, dies Jahr nicht mehr. Ich mache jetzt erstmal bald frei und so und dann schauen wir mal. Aber ja, eben euch allen auch einen guten Rutsch. Feiertage. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Folge hier rauskommt, das müsste tatsächlich schon am 4. Adventswochenende. Ja, irgendwie sowas. Oder sogar schon am ersten Weihnachtstag, ne? Warte mal, nee, Weihnachten ist schon vorbei, ne? Ersten Weihnachtstag, ne? Dienstags? Ist das nicht Dienstags? Wenn nicht, dann halt frohe Festtage noch gehabt zu haben zur Not und guten Rutsch auf jeden Fall an alle. Genau, das wünsche ich auch. Und besucht uns bei unseren anderen Projekten hier auf YouTube und guckt gerne rein. Lasst Kommentare, Abos, Likes da. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. In diesem Sinne, tschüss und ciao, ciao. Tschüss.